Du. Ja, genau. Und du auch noch. Danke. So, ja. Hammer. Kann man eben noch ein bisschen Seeds abgrasen. So. Du stirbst auch mal. Danke. Und weiter geht's. Weiter geht die Reise. Wieso habe ich keine Essensleiste mehr? WTF? Oder sieht man die gerade nicht? Wenn man fährt? Na gut, ich will mal nichts sagen. Lol, okay. Ja. Unendlich weites Meer. Dann sieht aus wieder wie eine Insel. Ich brauche aber keine Insel, ich brauche wirklich Festland irgendwie mal. Also richtig festes Festland. Toll. Wir haben echt. In dem Punkt haben wir wirklich viel Glück. Ich weiß, ich habe gesehen, ich habe da Kohle. Bisschen gerade hier, ne? Ist aber auch nur wieder so eine Insel, auf der man erstmal leben könnte, aber sinnvoll? Kühe. Kühe! Kühe! Die muss ich mir holen. Und das Schiff ist kaputt. Sauber. Komm her, du blöde Kuh. Du blöde Kuh. Du blöde, blöde, blöde Kuh. Na, was mach ich denn hier? So. Nein, nicht ins Wasser, nicht ins Wasser. Ah, ich hasse es. Ja, super. Sind die Sachen irgendwo unten? Jo, ich hab sie. 20 Rohbeef. 20 Kuhfleisch, das ist, oder Kalbsfleisch, wie auch immer. Nee, Kuh ist es ja eigentlich schon. Das ist Hammer. Und die Kuh ist gefangen. Dann befreie ich sie mal. In zweisinnigen Bedeutung. Was ist da hinten? Schafe. Danke. Keine Wolle, eine Wolle. Ja, für die Wolle muss ich wieder irgendwas wegwerfen, ne? Erde. Erde braucht kein Schwein. So. Muss zwar mit in die Sammelliste rein, aber das kann man sich später ja nochmal holen. So. Dam, dam, dam. So, jetzt wird's Nacht, jetzt wird's langsam gefährlich wieder. Deswegen sage ich mal, wir reisen weiter. Wir reisen weiter. Durch die ganze Welt. Kann aber nicht wahr sein, warum finden wir denn gar nichts? Also, ernsthaft, warum finden wir kein Festland? Naja, gar nichts finden stimmt ja auch nicht. Ich meine, wir haben hier eine Menge, besonders am Fleisch. Leben auf jeden Fall, also Essensproblem haben wir auf jeden Fall nicht mehr. Kannst du mal weiterfahren, bitte? Danke. Da sind schon wieder Kühe, ne? Wie herrlich ist das denn? So, die Kühe, die hole ich mir aber. Wieso ist das Boot jetzt kaputt gegangen? So doll ist es nun echt nicht gegen gecrasht. Na gut. So. So. Und stirb und stirb. Danke. 32 Rubies. Also wir leben auf jeden Fall lange.
Okay, Zuckerrohr baue ich vorsichtshalber schon mal ab. Das heißt, Sand weg, Zuckerrohr her. Im schlimmsten Fall werfe ich gleich den Apfel weg. Okay, da drüben sind schon wieder Pferde, aber da ist auch eine Spinne, die habe ich gerade gesehen. Das heißt, ich wollte gerade sagen, wir haben kein Brot mehr. Wir haben noch ein Brot. So. Wir fahren weiter durch die Landschaft, um irgendwie mal ein Festland zu finden. Irgendwann. Irgendwann muss ja mal ein Festland kommen. Insel interessiert uns nicht. Wie viel Leder haben wir eigentlich? 20. Damit könnten wir uns schon eine Rüstung basteln. Ich weiß, keine gute ist halt aus Leder, aber Sicherheit geht vor. Naja. Naja. Also. Ich weiß, wie sich ein Schiffbrüchiger jetzt fühlen muss, wenn man nur noch Wasser sieht. Was ist das da unten? Hä? Na gut. Kann auch bei mir nur so sein. Jetzt habe ich die Richtung natürlich ein bisschen vermasselt. Spinne. Komm bloß nicht auf uns zu. Creeper, ja, gespawnt gerade schön. Herzlichen Glückwunsch. Noch ein Creeper. Brauchst gar nicht jetzt zu mir kommen, schaffst es sowieso nicht. Ich sag mal, in Sachen Inseln wird's ja langsam mehr, aber das war's dann auch schon. Jetzt fahren wir wieder durch die Leere. Ach, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ist doch jetzt nicht euer Ernst. What the? Was ist das? Alter, vollkommen übertrieben. Nein, 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 nein. Plus Eck, plus Eck, plus Eck. Hier sind doch. Siehst du, da kommt schon ein Zombie. Mega viele Blumen. Und ein Schaf. Und ein Skelett. Oh, na toll. Skelett und Creeper sind die, die mir momentan am meisten Angst machen. Was ist denn das da unten schon wieder? Schon wieder so ein. Weiß ich auch nicht. Block oder so? Okay, das ist eine ganze Blumeninsel. Aber nicht genügend Festland. Ja, okay, das könnte schon reichen, um was zu finden, aber. Ender. Ui, angeguckt. Kann uns sowieso nicht kriegen. Okay, noch eine Blumeninsel. Ah, die Julia. Oh nein. Ich hoffe, ihr seht genug. Ist ja schließlich dunkel. Sehr dunkel. Kann man die Brightness noch hoch? Video Settings. War das so? What the fuck ist das hell? Das ist ja schon wie Cheaten. Zumindest das Wasser ist hell. Naja, auf jeden Fall seht ihr jetzt was. Und ihr seht, dass nichts zu sehen gibt. Oh Gott. Mando. Ist das Festland? Nein, das ist eine Insel. Och man, Leute, das kann doch nicht wahr sein. Die ersten Folgen Hardcore. Was passiert? Wir fahren über Wasser. Und über Wasser. Und über Wasser. Also wenn man jetzt die ganze Zeit konstant in diese Richtung, muss da irgendwann mal Festland kommen, oder? Macht das jetzt eiskalt? So. Festland, willkommen. Was ist denn das zwischendurch? Na egal, ich frag lieber gar nicht.
Wie weit sind wir jetzt schon gereist oder mit dem Schiff gefahren? Gucken am Ende. Man kann das ja so viel versehen in der Liste. Oh Mann. Hey, da kommen wir wieder Inseln. Kleiner geht's nicht. Ach Mann, aber hier ist immer noch so viel Wasser. Das heißt, es kann. Na toll. Insel. Was mich aber stört, dass man die Essensleiste nicht sieht. Also wenn ich jetzt Hunger habe, kann aber auch nicht essen. Na ja, gut. Ehrlich, das ist so irritierend. So irritierend. Vorspulen des genehmigt des Videos. Oder vielleicht eventuell auch bis zu dem Part warten, bis wieder was passiert. Würde ich euch sogar raten, weil jetzt passiert gar nichts. Ich will mich nicht auf einer Insel niederlassen. Es ist doch Crap. Was ist denn das? Der Map-Generator kaputt oder was ist hier los? Oh. Könnte das vielleicht unsere Rettung sein? Es könnte unsere. Na, oder? Komm bitte. Nein, das sind auch nur wieder Inseln, ne? Aber Inseln mit Höhlen schon mal. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Oh, das sieht nicht übel aus. Meine Damen und Herren, haben wir vielleicht was gefunden? Ja, geh weg, Boot. Keiner mag dich. Könnte es sein, dass wir was haben? Könnte es sein? Auf jeden Fall habe ich schon mal Kohle gefunden. Yay, mal wieder. Und diesmal bauen wir sie ab. So. Wenn wir Glück haben, können wir uns hier niederlassen. Wenn wir ganz viel Glück haben. Und ich hoffe, dass wir es haben. Wäre sonst ätzend. Sehr ätzend. Das Hühnchen. Das lassen wir jetzt mal Hühnchen sein. So. Okay. Ist jetzt kein sehr schöner Platz, aber es ist Festland. Und da oben ist Schnee. Ich hasse Schneebiome. Mal ganz ehrlich, wer mag Schneebiome? Also ich finde zwar gut, dass sie da sind, aber ich hasse es auch, weil man häufig in Schneebiomen spawnt. Das ist nervig.